Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ja, wie ihr seht, ist blöd gelaufen. Mein Computer hat ein bisschen Spacke und hat die Spielstände nicht mehr gespeichert. Und das hat dem Let's Play, dem Part vorhin gar nichts zu tun, also weil es ein Neuanfang ist, sondern da musste ich einfach nur neu laden, aber es ging leider irgendwie verdammte Scheiße nicht. Und nun sind wir jetzt hier mit Rufus, haben im Inventar ein paar Sachen, wie den Sender, der repariert ist, die Bananen, die Duftbäume, die im Rebellenlager hier rumhingen. Ihr seht schon, hier ist etwas gefeuert worden. Und einen Gewinn haben wir auch noch. Eine gerade Banane haben wir. Einen Schuh und eine Fernbedienung. Und das erste fällt mir jetzt gerade ein. Wir könnten doch einfach mal so lieb sein und dem alten Goon die Schuhe geben. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. So, wir haben einen Regenschirm und da fällt mir noch etwas ein. Wir könnten doch jetzt mal... wo war das denn? Isla Obacht? Ich glaube schon, ja. Ja, genau, hier war's. Zum Funkmast. So, dieser Goal hier steht ja jetzt im Planschbecken. Wir geben mal einen Regenschirm. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? So, unser Ziel ist ja, den Sender an den Funkmast zu bringen. Na, dann wollen wir falls mal. Ich noch nicht gemerkt habe. Und das machen wir zu einmal hier so. Aua. Wieso geht denn das heute nicht? Muss man dann auch das gewinnlos an sie verteilen? Du hast recht, das klappt so noch nicht. Hallo? Du hast recht, das klappt so noch nicht. Nee, komm mal. Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf. Etwa so. Oh, wie schön! Wie Gründonnerstag, Baumschmuck. Und jetzt mal das Gewinn los, damit dann die noch ein bisschen Gewinn hat. Hier, das wirst du brauchen. Wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück. Kaum zu fassen. Ja, und jetzt könnte man den Sender theoretisch anschmeißen, weil die Goal hat ja jetzt einen Schirm. Erstens mal einen Blitzableiter. Dann die Duftbäume, dann, damit sie gut schmeckt. Und das Gewinnlos, damit sie einfach nur noch Gewinn hat. Und jetzt hat Rufus wohl genug viel Mumme. Ja, schau mal an. Rufus ist am Arsch. Goal. Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Und jetzt können wir die Delfine, die, als Information, die Torpedo-Delfine... sind jetzt im Einsatz und der Sender ist jetzt gesetzt. Also wir wissen jetzt... Die Torpedo-Delfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal.
Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Ja, hier haben wir die Pfeile unten von mir. Ja, irgendwo müssen die sein. Links, rechts, geradeaus und rechts. Also immer von dem Ding aus gesehen. Wenn wir jetzt links gehen, würde es da lang gehen. Wenn wir rechts gehen, da lang. Und wenn wir geradeaus gehen, da. Also gehen wir jetzt mal geradeaus. Dann können wir jetzt das Ding jetzt drehen. Dann geht es nicht eins links, sondern nur dreht es eins. Also machen wir so. Und dann das so. So. Und jetzt nochmal runter. Und jetzt müssen wir nach links drehen. Nach unten. Nach, nach. Machen wir mal so. Das nach so. Nach so. 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 Und haben wir uns eingekesselt mal wieder. Sauber eingekriecht mal wieder. Nö. Das entwischt ja uns jetzt. Genau, habe ich ja gedacht. Und es entwischt uns. Nein. Geht's nach links, links, links. Ja! Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Okay, wir sind hier jetzt irgendwo in der Luke. Können wir da rein? Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay, wenn wir da nicht reingehen können, dann drehen wir den Wasserhahn auf. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Okay. Dann noch den Verschlag. Oh, wir haben hier ganz vieles hier noch offen. Huch, Tauchanzug. Cool. So, die Lampe können wir noch nehmen. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Okay, nehmen wir die Kerze. Zip. Und die Klingel, Klingel mal. Klingelingeling. Das wird lustig. Oh. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Okidoki, wir haben noch einen Kran, Boso und das Wasser. Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Okay, wenn wir jetzt einen Anzug haben, dann zieh doch den mal an. Was? Ach so, wir müssen einen Haken befestigen, damit wir dann nach unten gehen können. Ach so, jetzt. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Hopp.
Und wir sind unten. Wo ist der alte Pirat? Ach. So. Ein Diskettenlaufwerk? Ein Hebel und wir haben hier ein paar Schläuche. Oh, die Delfine. Okay. Nichts gehört, aber wir haben hier noch einen Knopf. Okay, dann mal. Komm wieder hoch. Ach, so geht's hoch. Okay. Wir haben also hier nichts zu suchen. Schläuche. Wir haben jetzt zwei Schläuche. Können wir die da irgendwie dran machen? An die Luke und dann aufziehen? Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Nö. Das ist nicht wahr. Nö, gar nicht. So, wir haben hier einen Tauchhelm. Wasserhahn und ein Schlauchdingi. Der Schlauch ist zu kurz. Okay, dann verbinden wir an die Schläuche. Langer Schlauch. Und jetzt mal verbinden. Was hast du vor? Willst du endlich... Natürlich. Nein. Träum war. Dann will... Jetzt hör... Warum kannst du... Entschuldigung. Okay, wir haben jetzt einen Schlauch. Es sieht vielleicht in... Nö, also gut. Dann mal an die Taucheranzug. Bereit für einen weiten... Ja, komm. Nein damit. Nö. Mann, was bringt uns das in den Schlauch? Okay, das haben wir schon gehört und sonst haben wir gar nichts mehr. Wir haben hier nichts mehr. Müssen wir da irgendwie im... Die Kerze soll doch irgendwas noch, Ich schick mal die Delfine, wo... Hey, ich sagte, wo an... Verdammt, sie lassen sich nicht. Ich habe wohl alle Züge aufgebraucht. Ich schick mal. Okay, wir sind also hier gefangen. Sie lassen sich. Ich habe wohl. Fragen wir mal den Doc hier, was wir zu tun haben. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Sauber! So. Kann ich damit auch Musikdatasetten? Ja. Und Holofilme? Natürlich. Was ist mit. Nein. Es. So ein Schrott. Okay, hier haben wir noch den Topf, aber was... Das sind nur noch Reste. Tatsächlich. Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Okay, wir können noch mit Goal reden. Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles... Wir müssen nur noch... Ich fürchte, Lady Goal wird es uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen... Ach so. Wir müssen hier noch die Fernbedienung, genau. Na endlich! Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuch dran zu denken. Und nun? Aber nicht mehr, oder? Nö. Bozo noch reden? Hey Bozo! Endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, guter alter Bozo. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. So weit, so gut.